jetzt ist es. Ah, das Licht ist halt so geil, sowohl. Ja, sind nur so Preise, gell? Ja. Krass, Mann, was sie uns für einen Stress gegeben haben. Und dann einfach Gasmaske und go. Wobei es auch sarkastisch war, dass wir direkt danach erstmal eine Gasmaske gefunden haben. Ja, das war schon ein bisschen unverschämt. Das war ja. Und ich war das jetzt echt das einzigste Auto, die anderen Autos im T-Sport. Hier gestern noch stand. Jetzt passiert hier gar nichts, oder was? Nope, ist echt krass. Direkt mit so Hangaren hingefahren. Die Brücke mal ein bisschen rein. Ich bezweifle, dass jetzt jemand kommt, aber dachten wir gestern beim Airfield auch. Ja, ist echt immer wieder so. Krass. Nee, du findest jetzt nichts ein. Hast du erst ZZ gefunden? Beziehungsweise was finden ist ja okay, aber ich will hier mal die richtig fetten Sachen finden. Ja, genau. Ich greife von meinem eigenen Schatten erschreckt. Oh nice, ich raste aus. Ich wollte gerade noch sagen, also ich kann doch nicht auf diesen scheiß Turm hoch. Boah, leck mich am Arsch, Mann. Und dann bin ich runtergelaufen und bin voll durchgebackt und gestorben. Okay, das war unsere Gasmaske. Arma, warum tust du sowas immer wieder? Frage ist, wie komme ich ohne Instadocs zu dir, um die vergiss Gasmaske zu kriegen? Vergiss es. Da kommst du niemals hin ohne Instadoc. Okay. Das geht nicht, ist unmöglich. So weit wie ich drin war, das geht nicht. Ja, du bist ein Kilometer von mir weg, kannst du knicken. Fuck. Was mit unserer Gasmaske? Ja, Mann, das brauchen wir erstmal eine Gasmaske, Alter. Ja, zum Glück habe ich echt das Gewehr einfach im Hubschrauber gelassen. Dauert schon, bis ich unlock. Gucken, was das Ding bringt. Da bin ich jetzt auch gespannt. Gut, mit Inhalt halt, aber. Sing mir einen Song and they will load faster. Ja, was ist es jetzt? Ist es Vehicle plus Cargo Ural, Cargo Ural, Cargo M900 Civilian? Oder Nimm Vehicle den plus. Obersten mit Cargo. Cargo Ural. Ja. 1989. Mit Inhalt, ja gut, das ist okay. Kann man nicht meckern. Okay, das war unser Hubschrauber. Nein, ich habe irgendwas anderes verkauft. Was? Oh? Ist ein Hubschrauber verkauft? Nein, keine Ahnung. Ist Hubschrauber steht auch noch. Hast du Geld bekommen? Ja. Oh, hast du ein SUV von unten verkauft? Nein, kann gar nicht sein. Ominous. Ich komme jetzt mal zum Trader. Steig mal in den Truck und verkauf den Uwe. Okay. Kauf dir mal Sniper Rifle, wie ist hier. Ja, aber das ist ganz komisch. Ich bezweifle, dass wir unten. Wie soll das denn gehen? Wie soll der hier oben wissen, dass unser SUV da unten steht? Ja, weil er auf uns gemarkt ist.
Ja, aber man wäre ja okay, mehr drin ich meine, keine als Ahnung. Ja, gut, das glaube ich auch, ja. Guck mal, so, was da an Waffen drin lag. M900. M900 ist, glaube ich. Covered. Vehicle plus covered. Bäh, Alter. Das hier. 1500, jetzt gucken wir einfach mal. Ist er weg? Ja, der ist weg. Ist 1500. So ist es. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt für 1,9 verkauft habe. Das wird mich aber auch interessieren. Jetzt irgendeiner so, hey, mein Auto ist weg. Traust dem Game halt zu, ne? Die nehmen wir noch hier. Wie viele Liter waren vorher drin? Als ich ausgestiegen bin, 100. Warum sind jetzt nur 130 drin? Ja. Ominös. Normal sind es 20 Liter Kanister. Ja. Ja, aber du bist ja nochmal zurückgeflogen zum Trader. Da war der bestimmt auf 90 oder so, auf 80. Mach hin. Andere Seite vielleicht probieren. Aber das ist das Gebäude, definitiv. Lol, da hat sich jemand eingebaut, Alter, schon. Und das kann nicht was? Sein, das kann doch nicht sein. Vielleicht open musst door. Du da locken, anlocken, 0-0-0. Open door. Wow. Geh mal die 0. Das wäre ja krank. Wenn der, den nimmst du eine scheiß Basis und Tresor gespawnt. Open door. Was soll ich Zeit, Maki? Ja, Alter, wisst ihr, wie verfickt das hinter dir ist, als da sind nochmal Wände und sowas da drin. Auto unter uns. Wow. Ja, startet. Maki. Nee, passt, alles gut. Ja, Alter, keine Ahnung, entweder ihr kommt mit runter oder ja. Open Door. Du kannst raus, den abschlachten, oder wir steigen gleich aus. Quasche, bist du bereit? So ein Fahrer schießen, sondern befördert dich. Und aufpassen, dass er dich nicht befördert, hat keine Waffe. Wo ist der? Unter direkt uns, direkt unter uns. Alter, krass, dass ich gerade so ein bisschen so vorgeflogen bin, weil ich näher zu dir hin wollte, sonst hätte er uns übel weggerammt, Alter. Kann ich hupen? Also das ist so eine kleine Scheune, wir können uns das gar nicht vorstellen. Dass das da drin so ja. Eine halbe Stunde rumrennt, Alter. Der tut so, als ob das so. Okay, ich lande. Raus. Mieses Lag oder was? Lass dem Gebäude nicht, dass uns so. Komisch. Der will ja bestimmt hinten, den sehen wir jetzt bestimmt bei der Walmart-Mission. Ah, das war, ja, das war so lack, dass du gerade vorfliegen ja, wolltest. Wir werden so explodiert. Ich hab den nicht gehört, wegen dem Ohrenstöpsel. Schießt, ist halt auch ich weiß. In der Mitte. Ein bisschen tricky hier. Aber ich habe eigentlich einen Sniper, oder? Range 900 Meter, meine M14 DMR. Also easy peasy. Get out! Get out! Ah, da müssten so Säcke aufstellen können, dass man hier das Scope drauf, das Zweibein aufstellen kann. Meine ist jetzt noch voll oder zu. Ja, okay, ist sinnlos. Für mich ist sinnlos. Du hast keine Munition mehr. Hast du richtig genullt? Genullt, Mann. Mit Bild hoch und Bild runter. Rechts unten steht so eine Zahl. Nö, hab ich nicht. Danke. Ja, da kein Wunder, triffst du nicht. Ich denk grad so, Alter, die Kugeln, wo schlagen die denn ein und du hast die DMR, Alter, die schießt doch so weit. Jetzt sehe ich keinen. Der war auf 200 Meter gestellt. Muss man doch mal jemand sagen. Ja, ich hab gedacht, du weißt das vielleicht. Ich sehe keinen mehr gerade. Ah, jetzt kommen sie rechts. Ich hab einen. Lol, der was gerade abgeschossen hat, kurz vorher einer von euch abgeschossen. Oh mein Gott, ist das schnell.
Ist dein Ernst, Ohr? Ja, Arma ist richtig schnell. Da schwimmst du wie ein Weltmeister. Du musst doch mal überlegen, wie viel Ausrüstung du dabei hast. Mir doch egal. Jetzt kann uns einer übel abstrafen. Ja, mal mit so einer PDW und 300 Schuss und... Da kann uns gerade jemand mit einer Pistole abstrafen. Wir können ja trinken, weil wir unterwegs wohnen. Ich mach noch Witze. Ich hab 33 noch und 35. Schüsse? Boah, Schüsse. Auf mich. Fuck, starte. Ja, starte nicht. Wieso nicht? Ja, wenn Schüsse auf dich sind. Von wo? Von links. Weiß nicht. Die müssen von links wo sein. Ja, oder von der Insel. Weiß nicht von wo. NPCs sind auch noch am Start oder Spieler. Kann beides sein. Links von dem Haus oben. Ach, fahr ich in Insel. Dafür hätten die vorher schon auf uns schießen müssen. Und wie nah wir dran drauf vorbeigeflogen sind. Und jetzt beim Starten schießen sie instant auf dich, oder was? Ja. Es kann wirklich sein, dass die uns nicht gesehen haben, wie wir durchs Wasser geschwommen sind. Aber ich glaube, dass die hier direkt irgendwo von Marken ist so. Hier spannend, Disconnect. Und dass die irgendwo von hier schießen oder so. Okay. Hätte ich jetzt gesagt, aber... Ja, ich habe ich am Anfang auch vermutet, ja. Aber es war was relativ Kleinkalibriges. Ich bin jetzt rechts von der Mission, 200 Meter entfernt mit dem Crusher. Also ich vermute mal... Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall safe, war 100% safe, dass da noch jemand sich bewegt hat. Bei der Mission? Dann müsste es eigentlich NPCs wahrscheinlich gewesen sein. Deswegen ist für uns jetzt ziemlich risky hier so nah dran zu sein eigentlich. Hier im Wald meinst du, oder was? Nee, wenn wir auf das Haus zugeguckt haben, links von dem Haus. Kirschbanane connected wieder. Bin 100 Meter entfernt von der Mission. Also links vom Haus sehe ich gerade niemanden mehr. Okay. Rechts also ich habe aber auch nicht komplett rüber gucken. Es kann sein, dass der da irgendwo in der Ecke liegt. Da liegt aber so. Auch schon was, ne? Baumhaus. Fahrzeug! Richtung deine Richtung, Maki, aber auf unsere Seite. Wasser! Nein, also auf unsere Seite. Ja, es läuft zu euch, fährt zu euch. Oh, halt Ultra den Schanz gemacht. Kommt er zur Mission hoch? Er kommt zu euch in den Wald, wo ihr in den Wald reingegangen seid, da fährt er gerade hin. Also hinten, okay. Crusher macht dich bereit zum den Abfangen dann. Steigt aus. Schüsse? Nee, steigt nicht aus. Schüsse? Wir müssen bei euch oben sein. Von hinten. Er ist hinter den Steinen. Okay, ich erwarte ihn hier. Ich sehe es auch nicht. Er muss irgendwo hinter den Steinen jetzt bestimmt geparkt haben. Hinter den großen Östen. Da ist Platz. Er läuft. Er liegt da. Er sitzt. Oh, in den östlichen Stein unten. Zielt er zu uns oder zu dir? Ne, der zielt auf die Mission. Er wird beschossen. Schüsse. Da muss jemand anders sein. Wo ist der? Ist nicht. Er kommt von unten, der andere von unten, von dem kleinen Häuschen. Okay, ja. Guck, dass ich vielleicht an den unteren dann abstrafen kann. 700 Meter meine Position aus. Crusher, wo bist du? Ah, hier. In einer Tanne. Gerade ein bisschen die Koordination verloren. Wer schießt? Der untere. Auf dich, oder obere was? Obere hat den unteren abgeschossen. Die Mission ist down.
Okay. Ich steck mich in einer Tanne und warte, bis der Typ läuft auf dem Stein. Der hat wahrscheinlich jetzt gerade den letzten NPC getötet. Jetzt warten wir ab, genau. Lass mir den erstmal zum Looten kommen jetzt. Aber der ist angeschlagen, er läuft ganz langsam. Soll ich ihn wegholen? Wenn du kannst. Hey, warte lieber mal. Den kriegt man schon weg. 650 Meter. Er will den looten. Wie viele Meter sind das? Nikolaus, solange er lootet, kann ich ihn wegholen. Ja. Meinst du, der läuft über das offene Feld oder 650. Durch den Wald? Durch den Wald habe ich ein Problem, das sehe ich nicht. Den. Also zumindest, dass da noch jemand ist. Hab ihn. Nice. Wir gehen looten. Da können immer noch mehr sein, theoretisch. Ich könnte es ja also unten liegen zwei Leichen, direkt beieinander. Ich markiere es immer auf der Karte ungefähr. XM8, MK16, eine Axt. Also auf der Karte müssten die irgendwo hier sein. Zwei Leichen. Siehst du mich, wo ich lauf? Ja. Lauf ich also drauf nicht, zu? Du bist noch hinterm Turm. Lauf mal weiter runter. Ja, Richtung dem Hafen jetzt unten. Ja, also Richtung Strand. Er läuft direkt eigentlich drauf zu. Vielleicht ein bisschen links. Voll. Soll ich dann eine Heli gleich mal holen? Ja. Ist links SUV. Links, Maki, ganz links auf dem Berg oben. Steht aber. Berg oben, warte, ich gucke schon mal. Den wo siehst du nicht, der ist genau bei dir im Bergrücken. Bei dir aus links, weiter links, über links, 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 überhalb von dem Baum, den du gerade zuläufst. Ja, ja. Siehst du? Zwei Leichen liegen. Drüben steht ein SUV. Kann das von da rüber gelaufen sein? Weiß es nicht. Ja, das könnte sein, weil der kam aus der Richtung. Hier ist eine PKM. Das mit gut mitnehmen, wegen Kohle. Soll ich Heli holen? Ja, komm mal mit dem Ding rüber. Oh, M249 Magazine, was ist mit dem los? Ist alles voller Waffen, ey. Ja, dann laden wir gleich ein hier. Und go. Durch nochmal hoch mit Shift, gell? Bis starten. Der hat's M249 dabei gehabt, alter Falter. Schüsse wieder. Wie starte ich mit Shift, Leute? Ja, ja, ja. Der startet nicht mit Shift. Ah, doch. Der braucht einen Moment. Doch. Und wo wird auf dich geschossen? Wir sollten hier ziemlich schnell weg. Hier bei der Leiche ist auf jeden Fall auch noch ein fettes M249. Waren Schüsse auf dich, Maki, oder was? Ja. Ja, aber von wo? Weiß nicht von wo. Land auf jeden Fall hinter dem Häuschen, oder? Ja. Wie sink ich? Y. Und Autohufer nicht vergessen mit X. Ja, Autohufer habe ich. Jetzt landest du aber vor dem Häuschen. Ne, ich lande darüber. Chill kurz. Was machst du da, Uwe? Looten. ...2200 ist die PKM-Wert, die ich gefunden habe. Ja, Mann. Ich habe eine M249, die ist glaube auch 2000 wert. Wow. Knappe Geschichte, Alter. Haben die einen Gil oder was dabei gehabt? Wenn die hier, dann bräuchte ich an. Oh, Schüsse! Schüsse! Auf mich! Hinterm Haus! Sehen Kontakt, hinterm Haus!
Wie weit hinterm Haus? 50 Meter. Richtung. So 260 Grad westlich. Ich roll ein bisschen, um möglichst rauszunehmen. Ein Waldstück westlich, kann auch verschieben jetzt. Ja, wird wahrscheinlich jetzt verschieben. Schüsse? Schüsse? Andere Seite jetzt, oder was? Ja. Habt ihr den Heli gelockt? Nein. Ich komme jetzt von hinten ran. Sehen Kontakt. Offen, ne? Ja, dann machen wir Heli zu. Was, Wurscher? Den? Hab ihn nicht. Heli ist gelockt. Okay, nice. Ah, ich hab ihn gerade laufen sehen. Der Tauchanzug an. Ja. Wo? Fuck, er hat mich getroffen. Insta-Doc nehmen, kein Risiko eingehen. Fuck. Welche Seite? Ich müsste jetzt eigentlich irgendwie auf ihn zulaufen. Oh, ich bin tot. Kirschbanane. Von welcher Seite? Er kam von der anderen Seite nochmal geschossen. Ich sag, da war noch mal einer irgendwie. Wo ist der bei meiner Seite? Der ist weiter hochgelaufen. Das heißt hoch? Nicht ohne Seife, wascht über Richtung Westen. Eromos ist der nächste Spawn. Ist nicht gut, kein Kontakt mehr hier. Ich war im Vorteilssituation, jetzt bin ich in der Nachteilssituation. Crusher, wie sieht's bei dir aus? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Genau. Also der kam auf jeden Fall hinter mir geschossen. Ich sag mal so, einer müsste. Du machst das an der Treppe, Maki, ne? Ja. Also guck mal, einer müsste ungefähr von. Von der Nummer 2 geschossen haben. Von dem, was ich angeschossen habe, der war irgendwo. Bei der Nummer 1, bei Uwe da hinten, im Wald. Ja. Aber auf den habe ich auch jegliche Sicht verloren. Ja, der ist einfach hochgelaufen. Und während ich auf den Irsch geschossen habe, hat der von hinten auf mich geschossen. Also der in meiner Position ist westlich gelaufen. Ja. Dann habe ich gedacht, ich gehe in Deckung. Und dann hat der aber von der anderen Seite aus geschossen, was ich nicht gesehen habe. Ja, Mann. Crusher, du schiebst einfach mal eine ruhige Kugel. Ja, ich hab Makis Leiche im Blick. Die wissen nicht, dass du da bist, die wissen aber, dass ich da bin. Ja, die wissen, dass ich da bin, glaube ich. Du hast auf den Ausschnell geschossen, oder? Ja, leider nicht getroffen. Konnte aber noch den Heli locken. Das ja, das ist schon wenigstens etwas. Ja. Ich bin 4 Kilometer entfernt gleich, wenn ich lande. So, dann müssen wir zu drastischeren Maßnahmen greifen. Alter, wie konnte der nicht. Wie konnte der. Hier, Trade. GG. Beide tot. Der straft mich mit der Uzi ab. Oder wolltest du das Auto überfahren? Nein, der wollte mich überfahren, glaube ich. Und sein Auto ist jetzt komplett kaputt. Mhm. Das hatte ich doch mit Nico. Ja, Mann, stimmt. Ich war richtig drollig mit dem Fahrrad weg. Like a boss. Das hatte ich mit Nico. Ich glaube, die haben es so gemacht, wie du mit dem Auto die Fahrradfahrer nicht umfahren kannst. Ja. Ich will jetzt hier nicht mit dem Waffentausch, weil der weiß, ich hätte gerade mich fast selber mit meinem Fahrrad getötet. Ich habe Flip gemacht, aus Versehen. Das hat mich ja schon mal erschlagen. 10 Minuten Server Restart. Es dürfen nur nicht mehr sterben. Weil nochmal kommst du nicht her, unter 10 Minuten.
Hat er gerade eine Flare geworfen? Wo denn? Weiß nicht. Da drüben bist du. Da oben. Dann so. Lass dann die M110 liegen. Kriegt meine Leiche dann auch? Oder die spawnt die? Noch müsste sie auf jeden Fall liegen. Weil Crusher legt die Leiche noch vom Maki. Crusher? Bin gerade abgekommen. Was ist los? Liegt die Leiche noch vom Maki? Ja, klar. Gut. Wo kann der jetzt Sicht drauf haben? Ja, so noch ein Stück weiter, wenn ihr da weiterlauft. Alles ja nicht. Nein. War der nah oder weiter weg? Was denkt ihr? 300 Meter hat er mich erschossen. Also ja, jetzt hier, so irgendwo hier müsste liegen. Acht Minuten. Oder kann er auch verschieben. Schiss, happy now. Ganz nah bei mir. Ne, 11 Meter, doch, 11 Meter, ganz nah bei mir. Ist jetzt an meiner Leiche, lootet mich. Hier, an meiner Leiche. Seh nicht, doch da. Schön. Nice. Okay. Crusher, geh mal mit hoch looten und dann müssten wir mal verpissen von hier am besten mit dem Helikopter. Nice. Habt ihr alles im Helikopter? Ja. Bei mir braucht ihr am besten nur die fette Waffe, was sie in der Hand hat. Der Rest, oder halt Heilungszeug und so. Rest braucht ihr nicht.